Kollegen. Ich freue mich, dass Sie hier nach Hamburg gekommen sind, um sich mit diesem Thema der Strategieoptionen zu beschäftigen. Wir sind von der Themengruppe natürlich überzeugt, dass das ein ganz zentrales Thema ist in der aktuellen hochschulpolitischen Diskussion. Und ich bin davon überzeugt, dass wir damit auch ein Thema aufgemacht haben, wo wir einen sehr starken Rückenwind in verschiedenen Kontexten erleben und wo wir tatsächlich auch einen wichtigen Beitrag in der aktuellen Diskussion liefern können. Herr Müller hat es schon aufgezeigt. Wir sind ins Feld reingegangen mit der Themengruppe. Wir haben uns mehrfach getroffen und haben diese Chancen, die Möglichkeiten diskutiert. Und ich möchte im Grunde genommen das Gleiche, was Herr Müller gesagt hat, jetzt einfach mit einer ganz anderen Brille, mit der Brille des Mediendidaktikers anschauen. Und Sie werden sehen, ich komme zu nicht anderen Überlegungen, aber ich möchte Sie aus der Sicht dieser medialen Thematik unterfüttern. Wurde schon erwähnt, mein Hintergrund, das Learning Lab an der Uni Duisburg-Essen, wo wir uns mit solchen Fragen der Gestaltung des Lernens in verschiedenen Bildungskontexten beschäftigen. Ich möchte Sie mitnehmen, mit 5 Schritten dieses Thema aufgreifen. Die hören sich sehr grundsätzlich an, aber ich werde sie kurz und knapp versuchen, hier einzuführen. Und auch die Geschichte der Mediendidaktik wird sich nur auf diese eine Folie beziehen. Nämlich, ich möchte damit nur deutlich machen, wir leben im Bereich der Mediendidaktik in einer Welt, in der wir mit ganz vielen Hypes zu tun haben. Und insofern ist die Geschichte der Mediendidaktik eine Geschichte von immer wiederkehrenden, ja, im Grunde genommen falschen Hoffnungen und Warnungen. In Wirklichkeit können wir den Status quo so feststellen: Die Medien, die digitalen Medien, sind heute bereits ein selbstverständlicher Bestandteil in den Hochschulen und sie werden als Bereicherung betrachtet. Sie werden selten als Ersatz von konventioneller Lehre betrachtet. Und das Wichtige für die Mediendidaktik ist, dass wir immer versuchen, in Arrangements zu denken, dass wir überlegen, welche zusätzlichen Möglichkeiten bieten uns diese digitalen Medien. Also, E-Learning als Alternative zu betrachten, ist aus Sicht dieser Forschung eigentlich eine völlig fehlgeleitete Entwicklung. Wir sollten E-Learning eben immer betrachten als eine Möglichkeit, unser Repertoire zu erweitern. Und insofern ist eben der entscheidende Punkt und die entscheidende Aussage, die wir wirklich in dieser einen Folie zusammenfassen können: Ist das Lernen mit digitalen Medien besser oder schlechter? Nein, das ist nicht der Punkt. Die haben viele Analysen, Meta-Analysen gar in diesem Zusammenhang, die immer wieder das aggregieren, die Ergebnisse, und immer wieder zu diesem einen Punkt kommen. E-Learning als solches ist nicht der Vorteil. Es nützt nichts, E-Learning als solches in die Hochschule einzuführen, sondern wir müssen es als Potenzial sehen für ein anderes Lernen. Also als ein Potenzial, das unserer Gestaltung auch bedarf. Wir müssen diese Chance nutzen und aufgreifen. Wenn wir also zum Beispiel diesen Hörsaal betrachten, dem ja ein bestimmtes sozusagen didaktisches Arrangement eingeschrieben ist, wenn wir also dieses didaktische Arrangement schlicht und einfach so übernehmen, dann, so frage ich mich, ist die Frage ja doch offensichtlich, ist damit eigentlich ein Fortschritt erreicht? Ist es also ein Fortschritt erreicht, wenn, wie Sie hier zum Beispiel sehen, die Lernenden, die Studierenden alle im Gleichschritt an der gleichen Aufgabe mit dem gleichen Programm zur gleichen Zeit arbeiten? Es ist digitalisiert scheinbar, aber in Wirklichkeit haben wir keine der Chancen genutzt. Also, es heißt im Klartext, unsere Aufgabe, die sich uns stellt in den Hochschulen, ist, wie können diese Potenziale genutzt werden? Wie können wir tatsächlich Mehrwerte schaffen? Und das sind so Schlagworte, die in der Diskussion im Mittelpunkt stehen. Und das sind die Schlagworte, die in den hochschuldidaktischen Zentren, in den E-Learning-Zentren, in den Rechenzentren eben halt auch versucht wird, mit den Lehrenden zu erarbeiten. Also zu überlegen, wie können wir diese Potenziale tatsächlich einlösen? Kommen wir zum nächsten Schritt. E-Learning war gestern, heute ist Digitalisierung, so könnte ich diesen Schritt kurz andeuten. Was will ich damit sagen? Was ist momentan so spannend und was ist momentan eigentlich doch im Hintergrund spürbar? Und was ist auch der Grund, warum momentan dieses Thema so an Bedeutung nochmal gewonnen hat in der bildungspolitischen Diskussion?
Interessant ist, dass das E-Learning bezieht sich ja, wenn Sie so wollen, auf das Thema, wie kann ich Lernmaterialien bereitstellen, wie kann ich Online-Veranstaltungen durchführen, also im Grunde genommen auf einen Teil dessen, was wir nennen könnten Wertschöpfung von Bildungsarbeit. Das heißt also, was momentan spannend ist, dass wir erkennen, die Digitalisierung durchzieht nicht nur den Lehrprozess im engeren Sinne, sondern die Bildungsarbeit im Ganzen. Und dass wir, erwähnten es schon, das Prüfen, das Informieren, das Beraten, die Kompetenzdiagnose bis hin zur Alumni-Arbeit, dass wir merken, da ist in der Digitalisierung doch der gesamte Prozess zu betrachten und wir dürfen eigentlich uns gar nicht mehr fokussieren auf diesen kleinen Aspekt nach dem Motto, wir stellen ein LMS bereit, sondern wir müssen es verstehen, dass es ein möglicher Transformationsprozess ist, der eben dann erst wirklich zu einem Transformationsprozess wird, wenn wir diesen gesamten Prozess betrachten. Und deswegen auch diese Forderung, sich hier strategisch aufzustellen, den sehe ich auch in dem Zusammenhang dieses Schlagwortes eben halt der Digitalisierung der Bildungsarbeit im Ganzen. Und da kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Bisher haben wir immer diskutiert mit Schlagworten wie Blended Learning oder Flipped Classroom. Und wir haben dabei immer im Kopf gehabt, als ob wir es mit zwei Entitäten zu tun haben. So als hätten wir eben halt den physikalischen Raum und den virtuellen Raum. Und das wirklich Interessante ist, dass wir uns von dieser Vorstellung, von dieser Konstruktion von Lernorten eigentlich eben verabschieden müssen. Der physikalische Lernraum wird immer digitaler. Immer mehr digitale Technologie zieht in den physikalischen Lernraum ein. Der Beamer ist sicherlich nicht der Endpunkt der Entwicklung. Das sind Videokonferenzen, mit denen wir virtuelle Seminare machen können. Die Geräte sind eingebettet in den Seminarraum. Im Seminarraum kann mit digitalen Medien ganz anders gearbeitet werden. Und gleichzeitig werden die virtuellen Lernorte immer sozialer. Sie werden immer mehr auf Kommunikation und Kollaboration ausgerichtet. Also insofern ist diese naive, wenn ich das jetzt so sagen darf, Gegenüberstellung von diesen beiden Lernorten so aus didaktischer Sicht gar nicht mehr haltbar. Wir müssen Arrangements schaffen, die den Lebensbedingungen der Menschen, die den Lehrzielen, die wir vermitteln wollen, angemessen einlösen. Und tatsächlich ist eben das mobile Endgerät ein Gerät, was sehr stark diese Lernorte verbindet. Und insofern, wie gesagt, sind wir da nicht am Endpunkt der Diskussion, sondern mitten in einer Entwicklung, die laufend weitergeht. Denken wir nur an Augmented Reality, also alles Punkte, wo die Lernorte verschmelzen. Ja, und der letzte Punkt, der als aktueller Trend, das ist eben die Frage, was ist eigentlich das Format? Reden wir tatsächlich über Blended Learning, wo praktisch noch diese beiden Lernorte stehen? Reden wir über Online-Kurse, die als Format dann ganz oder stark ins Internet gehen? Oder reden wir auch über Community-Plattformen, die die Community sozusagen im Lernprozess unterstützt, jenseits von einem Kursformat? Hier wäre der Verweis wichtig, dass auf europäischer und internationaler Ebene eben halt sehr stark diskutiert wird über Open Education, über die Frage, wie können wir das Internet nutzen, wie können wir digitale Medien nutzen, um Zugang zur Bildung zu eröffnen, um Vielfalt an Material und auch Diskurs, also Austausch von Menschen zu bestimmten Themen und Fragestellungen zu unterstützen. Sind viele Herausforderungen mit verbunden, aber Sie sehen, dass die Digitalisierung endet nicht an dem Punkt, dass der Dozent jetzt Materialien bereitstellt, sondern Sie sehen, da sind auch viele bildungs- und gesellschaftspolitische Implikationen mit verbunden, nämlich welchen Stellenwert hat die Bildung in unserer Gesellschaft, wie wollen wir Hochschule positionieren, um auch dieser Forderung nach weiterer Öffnung von Bildung entgegenzukommen. Also das Schlagwort Open Education, Open Educational Resources, Open Access, eine wichtige Thematik, wo wir weiter positionieren müssen, wie wollen wir Hochschule hier in dieser Diskussion entwickeln. Für mich ist das kein juristisches Problem, für mich ist das auch kein technisches Problem, sondern eigentlich eine Frage, wie gesagt, der bildungspolitischen Positionierung. Dritter Schritt. Wie gehen wir nun an Hochschulen mit dem Thema um? Und da kann man ganz schnell durchgehen über die Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind.
Und wir werden natürlich an dem Punkt enden, wo wir eben heute uns mit beschäftigen. Ganz schnell. Man hat versucht, diese Trends immer wieder aufzugreifen, indem man gesagt, den Pionieren sagt, den Pionierinnen sagt, probiert mal was aus, ohne spezifische Ausschreibung. Sie erproben was aus und das passiert ja ständig. Dann hat man gesagt, wir müssen Verbünde schaffen von Fachwissenschaftlern und Rinnen. Ausschreibungen hat man erzeugt. Das sind ganz frühe Förderprogramme aus den 90er Jahren, wo man das versucht hat, in der Gedanken, wenn die zusammenarbeiten, dann müsste das ja auch irgendwie sich verbreitern, verstetigen. Wir wissen alle, dass das sich so nicht automatisch entwickelt hat. Dann die Erkenntnis, die Akteure müssen in den Hochschulen etwas tun. Sie müssen in den Hochschulen diese Prozesse voranbringen, Strukturen schaffen. Hier in der Untersuchung von Frau Ghetto drei Schlagworte identifiziert. Wir müssen schauen, die Kompetenzentwicklung, die Befähigung in den Mittelpunkt zu stellen. Wir müssen die Anreize schaffen und wir müssen Affordanz schaffen. Also eine Rahmung, eine Kultur, die eben für diese Veränderung auch sorgt. Und der vierte Punkt wäre dann, dass man erkennt, wir müssen uns überlegen, welche Strategien verfolgen wir eigentlich damit und wie wollen wir uns in der Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen aufstellen? Also ist das ein Thema für uns? Ist das ein Thema für einen Verbund von Hochschulen, für ein Land? Da geht es jetzt plötzlich dann wirklich um Differenzierung, um Positionierung in der Kooperation, auch möglicherweise Nachhaltigkeit zu erzielen. An dieser Stelle stehen wir momentan, wir sehen hier auch Länderinitiativen, wir sehen hier Aktivitäten, die erfolgreicher oder weniger erfolgreich waren. Auf jeden Fall im Mittelpunkt immer die Frage, wie können wir eigentlich sozusagen über die Einzelaktivität uns hier strategisch positionieren. Jetzt der kleine Werbeblock von der Uni Duisburg-Essen. Wir haben eben hier Themen identifiziert unter dem Schlagwort offen im Denken, unter dem Schlagwort, wir wollen die Diversität ansprechen. Und unser Thema war, wie können wir E-Learning an diese übergeordneten Ziele unserer Universität anbinden. Also das wird ein Thema heute auch in den Workshops sein. In unserer Themengruppe ist eins ganz klar. Digitalisierung wollen wir nicht als Selbstzweck. Unser Ziel ist nicht die Digitalisierung der Hochschule. Das kann nicht das Ziel sein. Wir haben in den Universitäten Forschung und Lehre, Transfer als Ziele. Und insofern muss die Frage sein, wie können solche Handlungsfelder die übergeordneten Ziele einer Universität erreichen? Wie können wir also Digitalisierung zum Mittel machen, um diese übergeordneten Ziele tatsächlich anzusprechen. Und das finde ich spannend, heute in den Workshops genauer anzuschauen, in den einzelnen Fallbeispielen anzuschauen, wie gehen die Hochschulen vor, gelingt das? Nochmal, die Hypothese ist, Digitalisierung als Selbstzweck ist nicht tragfähig, wird sich nicht durchsetzen und wird diese 8 Schritte, die Herr Müller aufgezeigt hat, am Ende nicht wirklich zu einer nachhaltigen Lösung tragen, sondern wir müssen sie eben anbinden. Vierter Punkt, was bedeutet es nun, Digitalisierung also als Strategie zu inkludieren? Nochmal, zurückgreifend auf diese vielen Agenten, die wir haben, Herr Müller hat es bereits gesagt, ich möchte es nochmal auf den Punkt bringen. Die Frage für eine Hochschule ist zunächst einmal, ist es für mich ein Strategiethema? Wir gehen in der Gruppe davon aus, nicht jede Hochschule muss es als Strategiethema auffassen. Es kann sein, dass das eben tatsächlich ein Modernisierungsthema ist für eine Hochschule nach dem Motto, alle machen jetzt Moodle, dann führen wir eben auch Moodle ein. So, dann ist es einfach ein Modernisierungsthema, so wie man eben halt auch ERP-Systeme, Prüfungssysteme oder anderes eben einführt. Und ehrlich gesagt, ist ja auch okay. Also unsere Hypothese ist, man muss sich konkret entscheiden dafür, ist es für uns ein Strategiethema? Ist es für uns etwas, womit wir uns eben profilieren wollen als Organisation im Wettbewerb? Ja, und wenn wir das nun tun wollen, was sind dann die Strategieoptionen? Und endlich kommt die Folie. Wenn wir uns diesen Prozess anschauen, was da im Einzelnen zu tun ist, das ist jetzt einfach nur kursorisch einmal diesen Kernprozess Studium und Lehre aufskizziert, dann habe ich hier einfach mal versucht, so diese Zielhorizonte zu verorten.
die Zielhorizonte, die wir möglicherweise mit einer Strategie an der Hochschule erreichen können oder anstreben können. Da geht es eben also zum einen darum, das ist ein sehr wichtiges Thema, wir können unsere Angebote flexibilisieren, zeitlich-räumlich. Das ist zunächst einmal nicht spektakulär, aber wenn wir das konsequent denken für unsere Studienprogramme, wenn wir konsequent die Frage stellen, muss die Mathe-Vorlesung Donnerstag um 10 Uhr im Hörsaal 1 stattfinden, wenn wir das konsequent weiterdenken, dann hat das eben sehr wohl weitreichende Implikationen. Und die inhaltliche Seite ist, ja, wir wollen Digitalisierung auch machen, um diese aktuelle gesellschaftliche Diskussion zur Digitalisierung, Industrie 4.0 und Ähnliches aufzugreifen. Wir wollen digitale Kompetenzen auch entwickeln. Und wie anders geht das, als wenn eben halt in der Hochschule eben auch, dafür müssen digitale Medien auch vorhanden sein. Der nächste Punkt, den ich ansprechen will, ist Kooperationen aufbauen. Die digitalen Medien haben die Chance, dass wir neue Formen der Kooperation finden, dass wir hochschulübergreifend Lehre organisieren oder auch in internationalen Kooperationen denken. Es ist doch ganz offensichtlich, wenn wir eine Digitalisierung anstreben, können wir in anderer Weise in anderen Verbünden zusammenarbeiten. Und ich bin davon überzeugt, dass das eine Sache der Zukunft ist, die wir jetzt erst anfangen, wenn wir verstehen, was wir mit der Digitalisierung machen können. So wie es heute selbstverständlich ist, in Forschungsverbünden zu sprechen, so werden wir vielleicht auch weiter über Lehrverbünde nachdenken, wie in einem Fach man sich koordinieren kann. Das nächste Schlagwort ist dieser Punkt der didaktischen Innovation. Nochmal, E-Learning führt nicht zu besserem Lehren und Lernen. E-Learning als solches wird uns keine Innovation in der didaktischen Qualität eröffnen. Wir können es als Potenzial nutzen. Und das sind eben hier die Schlagworte, die üblicherweise zu nennen wären. Wir können mehr problembasiertes Lernen machen, mehr mit Projekten arbeiten, mehr mit Fällen arbeiten, Selbststeuerung und Kooperation unterstützen. Da ist noch einiges auch, was hier sich weiterentwickeln wird und eben didaktisch besonders wichtiges Kriterium, diese Frage des Lerntransfers. Ja, und damit komme ich zum letzten Zielhorizont hier, dieses ganze Thema, wie können wir unsere Zielgruppen dann letztlich in der Positionierung der Hochschule erreichen, was sind hier Themen für Outreach, für das Schlagwort offene Hochschule, für das Lifelong Learning, das sind Themen, die in der Hochschule nicht alle Kollegen und Kolleginnen wirklich beschäftigen, aber für die Positionierung einer Hochschule ist das, glaube ich, sehr wichtig und es ist für manche Hochschulen, haben das ja auch erkannt, duale Hochschule, Fachhochschulen, dass das für sie auch ein ganz besonders wichtiges Thema ist. Also wir sehen, wir haben viele Zielhorizonte, um das so vage als Wolken hier zu bezeichnen, die wir aufgreifen können für unsere Strategieoptionen und es gilt eben, schlicht und einfach zu überlegen, was ist für unsere Hochschule da wichtig. Und nochmal der Gedanke, wir müssen die Digitalisierung praktisch an diese Schlagworte, an diese Zielhorizonte koppeln, um sie in der Hochschule eben einzubringen. Und hier nochmal so eine Übersicht. Sie sehen hier unten ist noch ein Schlagwort, das ich nicht drin hatte, eben auch der Gedanke, wie können wir Effizienz steigern mit der Digitalisierung, also etwa auch, um Studium und Lehre besser managen zu können. Da sehe ich allerdings noch große Defizite, das ist bis heute so für mich noch nicht erkennbar. Ja, das sind die Zielhorizonte. Und dann komme ich zum letzten Schritt. Wer sind die Akteure? Wie stehen die zueinander? Wer betreibt das Geschäft eigentlich der Digitalisierung im Hochschulsektor? Und mit dem Schema möchte ich einfach ein paar Akteure herausgreifen. Wir wissen auch unter der Perspektive der Institutionen, wie sie Herr Müller aufgezeigt hat, ist es ja sehr wichtig zu verstehen, wer sind die Akteure in einer Hochschule? Und wenn wir sagen, es ist auf Austausch angelegt, dann müssen wir diese Akteure verstehen in ihren Intentionen, in ihren
Zielen, die sie verfolgen. Und das Spannende ist, wenn wir uns das einmal überlegen, dann können wir auf jeder Ebene von Akteuren, das sind jetzt hier nur Beispiele, wir könnten noch viel mehr Akteure benennen, aber wir können auf jeder Ebene sagen, was verfolgt dieser Akteur nun für eine Strategie, für eine Linie? Ist der Person, dem Akteur an Modernisierung gelegen oder tatsächlich an Profilierung? Der Hochschule, geht es ihr eben halt jetzt hier ganz einfach um eine Modernisierung oder geht es ihr um eine Profilierung? Oder auch dem Land, einem Ministerium, geht es einfach darum, eben die Hochschule auszustatten oder besteht tatsächlich eine Art Wettbewerbssituation, womit man sich eben vielleicht gegenüber anderen Ländern profilieren will. Und worauf ich hinaus will, ist, das Interessante ist, wenn man einen Schritt weiter denkt, ist, dass es da natürlich auch Konfliktkonstellationen geben kann. Also wenn ein Akteur auf einer Ebene eine Strategie oder eine Richtung verfolgt, dann kann das konfligieren mit der Akteursperspektive aus einer anderen Ebene. Ja, wenn also der einzelne Lehrstuhl sich gegenüber Fachkollegen, Kolleginnen profilieren will mit seiner oder ihrer Perspektive, dann kann das konfligieren mit der Sicht der Hochschule, die möglicherweise einfach in toto versuchen möchte, in der Hochschule bestimmte Dinge möglichst gleichmäßig zu verankern. Herr Müller deutete das auch an mit dieser Drittmittelproblematik. Also ist auch eine Frage dann der Ressourcenallokation. Da gibt es durchaus Konfliktkonstellationen und die kann es auch auf weitere Ebene geben, wenn sich zum Beispiel ein Land profilieren will, aber eben halt die Hochschule, eine einzelne Hochschule auch profilieren will mit dem Thema, dann kann das im Grunde genommen miteinander auch in einer Konfliktsituation stehen. Und ich will auf eine aktuelle Diskussion verweisen, wie sie in NRW momentan stattfindet und abschließend deutlich machen. In NRW ist das Thema Digitalisierung der Bildung momentan sehr wichtig, hat eine sehr hohe Bedeutung entwickelt. Es gibt so einen Diskussionsprozess, wo das Land ein Leitbild entwickeln möchte. Das Leitbild heißt eben Lernen im digitalen Wandel und es soll alle Bildungsbereiche durchziehen und ansprechen. Und das Interessante ist, dass man eben hier auch einen Online-Diskurs gestartet hat, wo man eben über das Internet mit möglichst vielen Akteuren ins Gespräch gekommen ist, um hier bestimmte Themen und Schwerpunkte herauszukristallisieren. Also dieser Kongress war nun und eben momentan wird in der Staatskanzlei daran gearbeitet, dieses Leitbild tatsächlich zu entwickeln. Was gleichzeitig stattfindet in NRW ist, dass der Landeshochschulentwicklungsplan verabschiedet werden soll. Er war letzte Woche im Landtag, im Ausschuss und interessant ist, dass dort 9 Schwerpunkte für die nächsten 5 Jahre definiert sind. Einer, und das ist in den letzten Monaten erst hineingekommen, einer davon, der 4., lautet Digitalisierung. Gut, ich könnte das jetzt kommentarlos stehen lassen, aber es fällt einem natürlich schwer und Sie müssen natürlich einschätzen, es ist ein Ziel, was man sich für 5 Jahre vornimmt. Das ist also ein Plan, der für 5 Jahre formuliert ist. Und zunächst einmal, das Wichtige ist, es steht im Landeshochschulentwicklungsplan. Das ist also ein Ergebnis und nochmal, das ist auch ein Ergebnis eines Diskussionsprozesses, der eben halt in den letzten Monaten sich entwickelt hat. Und da denke ich, ist es auch gut, dass wir durch das Hochschulforum Digitalisierung diese Themen tatsächlich in die öffentliche Diskussion vorangebracht haben. Gleichwohl merken Sie natürlich sehr schnell, dass eben ich anmerken würde, dass es erstaunlich ist, dass es hier um die Vor- und Nachbereitung von Lehre geht. Ja, merken Sie, es geht um die Vor- und Nachbereitung. Was schließt das implizit aus? Die Lehre. Okay, also insofern merken Sie, es ist natürlich typisch für ein solches Kompromisspapier. Sie ahnen, das ist ein langer, langer Prozess, ein sehr, sehr mühsamer Prozess, einen Landeshochschulentwicklungsplan diskursiv zu entwickeln zwischen den Hochschulen. Aber, und das wollte ich hier nur als Beispiel bringen, dass es natürlich wichtig ist, eben halt, wenn wir solche Strategien entwickeln, auch wirklich zu überlegen, wie wollen wir uns da positionieren.
Die gute Nachricht ist, die Landesregierung will diesen Passus, das ist der einzige Passus, will ihn nochmal überdenken. Also von daher wollen wir versuchen, da doch noch ein bisschen mehr vielleicht an Gedanken hier in diese Diskussion einzubringen. Ja, meine Damen und Herren, so viel zur Strategieoption. Sie haben gemerkt, die Überlegungen von Herrn Müller sind auf einer abstrakter Ebene das Hochschulsystem und die Hochschulen als Ganzes betreffend eigentlich zu den gleichen Überlegungen gekommen. Wir haben uns durchaus abgesprochen, wir haben das intensiv auch in der Gruppe diskutiert und ich glaube, das leitet eigentlich recht gut über zu dem nächsten Schritt, dass wir nämlich jetzt überlegen möchten mit den Fallbeispielen, die wir hier eingeladen haben, in vier Gruppen weiter zu diskutieren. Ja, wie macht man denn das jetzt? Also, was sind denn kluge Strategieüberlegungen? Wie können wir das vor Ort machen? Und was sind dann die Maßnahmen? Über die haben wir heute jetzt noch nicht so viel gesprochen, aber da ist natürlich auch interessant zu hören, was sind Ihre Erfahrungen? Wie kann man da am besten umgehen? Und insofern danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.